Leute, willkommen zum neuen Erleben in Ungarn Video. Diesmal nicht direkt Ungarn betreffend, aber auch Ungarn betreffend. Aber in den letzten Kommentaren ist ja oft die Frage auch gefallen, was kann man tun, damit dieser Wahnsinn endet. Und ja, viele sagen auch, ja, Demos helfen nicht mehr und so weiter. Das stimmt alles. Denn so wie jetzt die Lage ist, wissen die Politiker, dass wenn die Leute rausgehen, demonstrieren, spätestens am Abend gehen sie wieder nach Hause. Also wenn man jetzt die Demos von uns hier in Europa vergleicht mit dem Staatsumsturz in der Ukraine 2014, da ist doch deutlich ein Unterschied. Also hier bei uns sieht man, es gibt Demonstrationen, die Leute gehen raus tanzen und was weiß ich was alles und gehen dann am Abend wieder nach Hause. Der große Unterschied ist jetzt, damals in der Ukraine, egal ob es jetzt finanziert war oder nicht finanziert war, das ist nicht das Thema, sondern alleine die Demo, also der Umsturz. Die Leute sind rausgegangen, waren dort auf diesem großen Platz in Kiew und die sind dort geblieben. Die sind nicht nach Hause gegangen. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, man will jetzt nicht dort übernachten und was weiß ich was alles. Was kann man sonst tun? Ja, nicht jedermanns Sache ist bei einer Demo teilzunehmen, wo man auch nicht weiß, wer sind die Veranstalter dieser Demo, bin ich da auf dem richtigen Platz, an der richtigen Stelle und so weiter. Aber jeder Einzelne kann etwas tun, damit dieser Wahnsinn endet. Und das fängt beim Geld an. Ganz einfach beim Kapital, beim Geld. Beim eigenen Geld. So wie man mit dem eigenen Geld umgeht, entweder systemtreu, man zahlt dauernd mit Kreditkarte, mit Bankkarte und so weiter, dann ist man voll und ganz im System integriert und wird nie auf den Gedanken kommen, sich gegen dieses System zu stellen, weil man einfach Angst hat, dass dann alles gesperrt wird. Also, was kann man jetzt als Einzelperson tun? Am besten das ganze Ersparte vom Konto, vom Sparbuch, vom Bausparer abziehen. Einfach alles aufkündigen und Geld abheben. Oder man kündigt alles auf und eröffnet sich bei irgendeiner Kryptobörse ein Handelskonto oder kauft oder ladet sich zum Beispiel Litecoin-App herunter, also beziehungsweise die Litecoin-Wallet, die Lite-Wallet ist das, oder Litecoin-Core aufs PC und kauft sich direkt da zum Beispiel Litecoin, also Kryptowährungen. Aber nur dezentrale Kryptowährungen. Also von dem Geld, was man jetzt Ersparnisse hat, die Ersparnisse einfach ummünzen in Kryptowährungen, in dezentrale Kryptowährungen. Andere Kryptowährungen kann man nehmen, damit man schnelles Geld macht. Also so wie zum Beispiel jetzt der Bakery Token von Bakery Swap. Ist jetzt rasant angestiegen. Und ich habe vor einem Monat auf meinem Kryptowährungskanal schon berichtet, dass Bakery massiv steigen wird in diesem Jahr. Das ist auch jetzt einen Monat später schon, hat das begonnen. Das sind Kryptowährungen, die ich eigentlich nur dazu nutze, um Kapital zu vermehren, also um Geld zu vermehren. Ersparnisse lagere ich aber in Bitcoin und Litecoin. Man kann natürlich andere dezentrale Kryptowährungen ebenfalls nutzen. Aber man soll immer bedenken, wirklich dezentral sind nur, also Bitcoin ist das Um und Auf, was die Dezentralität anbelangt. Bitcoin ist Maß aller Dinge.
Aber da gibt es zum Beispiel noch Litecoin, das ist eigentlich Gold, Bitcoin wird als Gold der Kryptowährungen bezeichnet und Litecoin ist das Silber der Kryptowährungen. Litecoin ist eine Abspaltung von Bitcoin, hat schnellere Verarbeitungszeiten, niedrigere Gebühren, ist eigentlich für den täglichen Gebrauch besser geeignet. Ja, also Ersparnisse auflösen, beziehungsweise von diesen Ersparnissen Kryptowährungen, dezentrale Kryptowährungen kaufen. Denn ob ich jetzt Geld bei der Bank lagere, in Form von auf einem Sparbuch oder in einer eigenen Wallet, wo ich natürlich die privaten Schlüssel habe, das ist auch wichtig. Bei einer Kryptobörse tätige ich nur Käufe und Verkäufe. Dort, wenn ich wirklich alle Kryptowährungen dort lagere, muss man verdammt aufpassen, denn da besitzt man nicht die privaten Schlüssel. Und wenn man nicht die privaten Schlüssel besitzt, besitzt man nicht die Kryptowährungen. Also das sollte man sich auch immer bewusst machen. Am besten beginnt man sich über Kryptowährungen zu informieren. Denn das ist die Zukunft. Damit können wir ein System, das uns terrorisiert, besiegen. Aber nur mit dezentralen Kryptowährungen. Und für von Mensch zu Mensch Zahlungen, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendetwas gebraucht von jemandem kaufe, einfach vorher schon klar machen, hast du Kryptowährungen, dann zahle ich lieber in Kryptowährungen. Nutzt die dezentralen Kryptowährungen statt Geld. Überhaupt Bankzahlungen mit Kartenzahlungen, also Kreditkarte, Bankkarte und so weiter, überhaupt weglassen, nur mehr bar zahlen. Hebt, wenn ihr ihr monatliches Gehalt bekommt, hebt alles ab, was nicht für die laufenden Zahlungen benötigt wird. Lasst nur Geld auf dem Konto, was für laufende Zahlungen benötigt werden. Alles andere abheben und immer nur bar bezahlen. So ist man ein Stück weit aus dem System heraus. Und kauft nicht bei großen Ketten. Kauft lieber beim Bauer. Also Eier, Gemüse und vieles bekommt man beim Bauer. Kauft dort, spricht ihn an, ob er nicht vielleicht Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert. Von Wallet zu Wallet, Peer-to-Peer, also Person zu Person. Das ist viel besser und so macht ihr euch unabhängiger vom System. Je mehr Menschen so bezahlen, umso unabhängiger sind wir vom System und umso mehr entmachten wir dieses System. Das sollte man sich bewusst machen. Also im ersten Schritt über Kryptowährungen informieren. Zweiten Schritt Bausparer und so weiter auflösen und alles in Kryptowährungen, in dezentralen Kryptowährungen anlegen. Dritter Schritt, Gehalt, alles abheben, was nicht für laufende Zahlungen benötigt wird. Daueraufträge und sowas, das soll alles am Konto bleiben, damit die Zahlungen laufend funktionieren. Alles andere abheben und nur bar bezahlen. Nie mehr mit Karte bezahlen. Entzieht dem System euer Geld. Die halten sich an der Macht auf dem Rücken unseres Kapitals. Und irgendwann schlagen sie zu. In Deutschland spricht man schon wieder von Haftung, von Reichensteuer, von was weiß ich was alles. Und es wird so kommen, dass man aufs Kapital, die in den Banken gelagert sind, zugreifen wird. Das gab es schon in Zypern. Dort hat man alles, was über 100.000 war, hat man einfach, glaube ich, mit 10% oder 20% einfach abgeschöpft. Und genau sowas bereitet man schon in Deutschland vor. Das ist schon alles in Planung. Also am besten wirklich das Kapital in Sicherheit bringen, eigenes Kapital in Sicherheit bringen. Menschen, es gibt Studien, Menschen in Deutschland haben mehrere Billionen Euro gespartes Geld, allein in Deutschland. Und Lagarde,
Die EZB, aktuelle EZB-Chefin, hat schon einmal gesagt, sie will auf diese Gelder zugreifen können. Deshalb möchte man Bargeld verbieten. Wenn kein Bargeld vorhanden ist, kann man nicht aus. Ja, man kann in Kryptowährungen. Aber dann soll man jetzt das Ganze machen, nicht erst, wenn es zu spät ist. Also jetzt schon retten, was zu retten noch ist. Sonst ist man zu spät dran. Also, wie können wir diesen Wahnsinn beenden? Erstens mit Demos, indem man rausgeht und dort bleibt, ist nicht jedermanns Sache. Aber zweitens, was jeder machen kann, ist diesem System Kapital entziehen. Und das, ja, in jedem Land. Jeder Einzelne kann das machen, egal wo er ist. Einfach dem System Kapital entziehen. Wenn das System, das kein Kapital hat, dann werden die ersten Banken fallen und so weiter. Das wird eine Kettenreaktion auslösen. Es wird schmerzhaft werden, aber wenn man sein Kapital rettet, man muss nicht nur Kryptowährungen, am besten streut man das Ganze auf Gold, Silber und Kryptowährungen. Auf diese drei Sachen konzentriert euch. Das rettet die Zukunft eures Kapitals und eure eigene Zukunft. Also, ja, entziehen, Kapital entziehen. Die leben alle von unseren Geldern. Entzieht denen das ganze Kapital. Also, ich zahle nie mit Karte. Ich hebe immer Geld ab und zahle bar. Das mache ich immer so. Einfach kein Kapital bei den Banken lassen. Irgendwann greifen die zu, irgendwann schlagen die zu. Und das wird überraschend kommen und über Nacht kommen. Und wenn man da nicht schon vorbereitet, alles vorher gesichert hat, dann wird man einiges verlieren. Und das wird schmerzhaft sein. Ja, so kann jeder etwas tun, damit dieser Wahnsinn beendet wird. Denn dann werden sie, ja, vor Wahnsinn anfangen zu zappeln, dann werden die ersten Köpfe rollen und so weiter. Und damit kann man dann wirklich Veränderungen stattfinden lassen. Ja, informiert euch über Kryptowährungen, über dezentrale Kryptowährungen und lagert die Kryptowährungen in eigenen Wallets, am besten in Hardware-Wallets offline, also dass es überhaupt nicht mit dem Internet verbunden ist. Ersparnisse, die man so und so bei der Bank hat, wo man nie zugreift drauf, einfach weil man das nur als Sicherheit hat, das kann man genauso gut in Kryptowährungen lagern und ohne dass man täglich drauf zugreift oder drauf schaut. Also auf einer Hardware-Wallet. Und dort ist es am sichersten aufgehoben. Vor jedem. Also, so kann jeder etwas tun, damit dieser Wahnsinn bald endet.